Platz schaffen für neuen Müll. Und der wird auch schon angeliefert. Am Wertstoffhof im Münchner Süden. 50 bis 60 Tonnen Abfall bringen die Münchner jeden Tag allein hierher. Nicht alles davon ist wirklich kaputt oder unbrauchbar. Dieses Gemälde zum Beispiel, viel zu schade, um in der Tonne zu landen. Der Chef des Wertstoffhofs hat es gerettet und dabei sogar die Geschichte des Bildes erfahren. Wir fragen durchaus gerne mal auch einen Hintergrund, wo jetzt herkommt, warum es gerade weggeschmissen wird. Oft erzählen uns die Kunden natürlich auch ihr Leid. Gerade in dem Fall war es ein Sterbefall und da sind die Kunden natürlich froh, dass nicht gerade alles weggeschmissen wird, sondern dass irgendwas noch irgendjemand in seine Wohnung stellt und wieder verwertet, verwendet. Der alte Ölschinken bekommt also eine zweite Chance. Vom Wertstoffhof geht's nach Giesing in die Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der Münchner Abfallwirtschaftsbetriebe. Alles, was die Mitarbeiter vor der Verbrennungsanlage retten konnten, wird hier angepriesen. Wiederverwerten statt wegwerfen. Denn es wäre niemandem geholfen, wenn Möbel und Gemälde keine Käufer mehr finden. Wir haben diese Erfahrung noch nie gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir verkaufen alles. Besonders gut geht Computer, HiFi und Zubehör. Wer darauf scharf ist, sollte in der Schlange allerdings ganz vorne mit dabei sein. So, nicht laufen! Sehr langsam! Bühne frei für Sammler, Händler und Schnäppchenjäger. Die meisten kommen jeden Tag. Jeden Tag gibt es nämlich auch neue Ware. Und die ist natürlich auch für ganz normale Bürger, die sich nicht immer das Neueste vom Neuen leisten können oder wollen. Ich brauche nicht alles neu, ich mag es eigentlich eher älter. Und es gibt eh zu viel Müll. Also ich vermeide ja auch, versuche Müll zu vermeiden. Und insofern finde ich das ganz gut, dass man vielleicht noch mal ein bisschen was benutzen kann. CDs ab 50 Cent, Handtaschen ab 4 Euro, das Sportgerät kostet 8. Preise, die sich fast jeder leisten kann. Die Halle 2, ein Lichtblick in unserer Wegwerfgesellschaft. Ratzfatz waren die Elektrogeräte weg. Das Bild, ja, das hängt noch. Morgen ist ein neuer Tag.